Yeah! Wenn ich das Saxophon ansetze, dann überschlägt mein Ton. Yeah! Hallo und herzlich willkommen hier bei den Saxophon-Praxistipps. Das wollen wir natürlich nicht. Und deshalb will ich in diesem Video darauf eingehen. Ich freue mich ja immer besonders, wenn ich eine konkrete Frage erhalte. Und die habe ich bekommen von Hans Joachim. Und Hans Joachim ist einer meiner Sax-Master-Schüler. Der hat diese Frage gestellt. Bei ihm überschlägt also der Ton. Ja, die Frage geht aber noch weiter. Er schreit, wenn ich einen Ton lange halte oder eine lange Passage spiele und nachher so die Luft so langsam ausgeht, dann überbläst der Ton ebenfalls. Ja. Und das hat beides die gleiche Ursache und darauf will ich jetzt eingehen. Yeah. Wenn der Ton überbläst, dann hat das meistens den Grund, dass wir hier von der Lippe her zu feste drücken. Ja, da ist zu viel Spannung und dann fliegt uns der Ton weg, der überbläst oder überschlägt sich, beziehungsweise es kann auch mal Kiekser geben. Und das passiert sehr leicht, wenn wir das Saxophon neu ansetzen, direkt mit zu viel Druck spielen. Ja, das heißt, man kann vielleicht versuchen, sich zu merken, da ein bisschen lockerer zu spielen, ein bisschen weniger Druck auszuüben. Und der Trick ist ja einfach der Druck, den wir brauchen, der kommt hier von der Atmung her, vom Zwerchfell. Man spricht auch von Zwerchfellstütze. Wenn dich das Thema interessiert, ich habe da mehrere Videos zu gedreht, also wo ich die Atmung ganz genau erkläre und Atemübungen mache. Wir haben also hier die Stütze, wir stützen den Ton ab und wenn wir das richtig machen, dann können wir hier oben von der Lippe her und von der Lippenspannung her sehr viel lockerer spielen. Und dann überbläst der Ton auch nicht mehr, oder in Klammern, nicht mehr so oft. Yeah, das ist eine. Das zweite, Hans Joachim schreibt dann, wenn er lange Töne spielt oder lange Passagen und die Luft so langsam knapp wird, dann überbläst der Ton, überschlägt sich der Ton auch. Das hat den gleichen Grund. Was passiert, wenn man keine Luft mehr hat, dann will man vielleicht so mit der letzten Kraft noch den Ton ein bisschen länger halten oder die Passagen noch zu Ende spielen. Und dann passiert sehr schnell, dass man sich auch hier an der Lippe ein bisschen verspannt oder zu viel Spannung auf der Lippe hat. Und dann überbläst der Ton. Ja. Und da ist dann einfach der Trick, dass man sich vorher mal anschaut, wo kann man gut atmen, damit man also nicht zu lange Passagen mit einem Atemstrom durchspielen muss. Yeah! Man kann auch mal probieren, vielleicht eine andere Blattstärke auszuprobieren. Vielleicht mal so eine halbe Stärke mehr, ja, weil eventuell hält das Blatt der Lippenspannung nicht mehr ganz stand, ja, und vielleicht hilft dann auch eine halbe Blattstärke mehr, muss man ausprobieren, also es heißt nicht mit hundertprozentiger Sicherheit, dass es dann besser wird, aber es ist immer gut, auch an der Blattstärke immer mal ein bisschen rumzuprobieren. Yeah, dann hoffe ich, dass ich damit helfen konnte und lade dich noch ein zu den Saxmasters, meiner Online-Saxophon-Schule, da gibt es Unterricht für Einsteiger, Unterricht für Fortgeschrittene. Wir haben jetzt ganz neu einen sehr spannenden Improvisationskurs, wo du lernst, wie du mit einfachen Mitteln zu tollen Rock-, Pop- und Jazz-Songs Solo spielen kannst. Und das Beste ist, wir haben einen kostenlosen Testmonat. Du kannst es also einen Monat lang kostenlos ausprobieren und ganz unverbindlich ausprobieren. Dann kannst du sehen, ob dir der Unterricht mit mir Spaß macht, ob dir mein Gequassel Spaß macht oder ob ich zu viel quassel. Und wenn du nach einem Monat weitermachen willst, dann meldest du dich an. Da freue ich mich drauf. Dann wirst du ein Saxmaster-Schüler. Bis dann. Ciao.